Sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Test. Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake-Hormack-Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, superlebendiger Überflieger? Hier, Ihr Kommunikator. Für den Notfall. Und jetzt raus hier. Kommen Sie! Beeilung! Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Komm schon, so wie wir es in den Übungen gelernt haben. Es wird schon alles gut gehen. Denkt positiv. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormack war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben es gehört. Bien. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für... Eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzoberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Bien, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud, er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merde, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent Acosta, auf der Etage. Wireless-Signal? Gut. Das heißt, Sie kommen noch ins System. Na los, patchen Sie mich in Ihren Feed. Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war. Erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Die
Assassinen wollen uns glauben. Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie, nun, wenn Ihnen danach ist. Hey, ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Nun, da Schädelerinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe oder zu mir. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Shay wird Sie zu einem tieferen Verständnis führen. Infolge der großen Reinigung von 2000 wurde William Miles de facto Anführer der... Haytham Canway bleibt für mich die kontroverseste Figur. Ich hege großen Respekt für ihn. Immerhin war er der Großmeister des Kolonialritus mit dem Auftrag...
Gut, der Strohkopf. Hi, Boss. Sind Sie in Deutschland? Ich kann Sie hier nicht reinlassen. Sie sollten weitergehen.